Nach seinem Dreierpack gegen Hannover 96 war Mario Gomez natürlich in der Startelf des FC Bayern. Unbedingt den dritten Treffer. 77. Minute, Altin Top, beste Kombination der zweiten Hälfte, Kroos und dann schon wieder so ein kurioses Ding. Kadu will klären und schießt Mario Gomez an. Schauen Sie ganz genau hin, Gomez schießt sich selbst ans Knie und